Hallo, wer bist denn du? Hallo, ich bin Heiko Müller. Ich bin Redakteur der Ostfriesen-Zeitung in Emmen und das inzwischen schon seit fast 40 Jahren. Und ich glaube, so die Hälfte dieser Wegstrecke haben wir so ein bisschen gemeinsam auch hinter uns gebracht, Katrin, oder? Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Ganze begann. Kannst du dich noch erinnern? Es muss irgendwas mit Riesum zu tun haben. Ja, ich glaube, irgendwann, als du den Fuhrmannshof gekauft hast, hat das irgendwie das Interesse bei mir geweckt. Damals war noch die Krummhörn so mein Schwerpunktgebiet, worüber ich berichtet habe. Und irgendwie sind wir damals, glaube ich, schon vor der Geburt von Weltklassik zusammengekommen, glaube Ja, ich. wir haben zusammen experimentiert. Hier gab es damals verschiedene Kurse in dem Fuhrmannshof ganz am Anfang, auch so Ja, Handwerkskurse und dann ich gab es erinnere einen mich, ja. Clownkurs. Clownkurs, ja, irgendwas war da. Ich kann mich an eine rote Nase erinnern Ja. und an einige Stühle, die wir da zusammen aufgestellt haben. Aber Ja. das ist eine ganz blasse Erinnerung. Ich Ja, das weiß ist nicht auch. mehr genau, was da eigentlich war. Also du kannst dir vorstellen, in meinem Lokalreporterleben erlebt man so viele Dinge, dass man einfach nicht alles behalten kann. Aber so irgendwas schwant mir da mit Stühlen und Clown, ja. Ja, und das wollen wir auch gar nicht ausbreiten, weil so ein Clownkurs hat auch ein bisschen was Intimes. Ja, da löst man ja auch so Probleme und das wollen wir jetzt gar nicht mehr erzählen. Auf jeden Fall waren die dann natürlich alle weg. Aber du hast noch einen anderen Bezug zu Risum, richtig? Ja, das ist so, ich sag mal, in Tüdelchen familiär fast. Meine Eltern waren selbstständige Kaufleute in Emden und weil sie beide den ganzen Tag im Laden standen, hatten wir eine Haushaltshilfe. Das war die Ada de Vries. Die war in Risum zu Hause und war seit der Geburt meines älteren Bruders, der ist 3 Jahre älter als ich, bei uns im Haushalt tätig und hat mich dann praktisch von meinem ersten Tag meines Lebens bis zum 16. Lebensjahr mit aufgezogen. Und ich habe immer gesagt, das ist so meine zweite Mama gewesen. Leider lebt sie nicht mehr und ich hatte eine sehr, sehr enge Verbindung zu ihr, was man sich daraus auch vorstellen kann. Und dadurch auch immer eine sehr enge Verbindung zu Risum. Und das ist jetzt nicht dir und den Risumer Honig ums Maul schmieren, aber daraus hat sich so eine wirkliche Liebesbeziehung. Ich finde heute, Risum ist das schönste Dorf der Welt. Ja, ja. Du hast völlig Das muss ich recht, wirklich sagen. Und ich gehe gerne Heiko. auch mal einfach so durchs Dorf, durch die Ja. Gassen. Und es hat sich natürlich in den letzten 20 Jahren auch dank deines Engagements, Katrin, eine Menge getan in Risum. Inzwischen muss man vielleicht die Entwicklung auch ein bisschen mit Sorge schon sehen, weil das alte Dorfleben, wie es mal war, gibt es heute nicht mehr. Wenn man heute durch Risum läuft, dann merkt man schon den Einfluss von Leuten, die sich dann ihren Zweitwohnungssitz oder ihre Häuser in Risum gekauft haben, Ja. wunderbar restauriert. Ja. Das muss man sagen. Aber trotzdem, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber so das urtümliche Dorfleben gibt es zwar noch an einigen Stellen, aber geht so ein bisschen auch verloren, glaube ich. Ich Und weiß, was das du meinst, Heiko, aber ist es. trotzdem, ich denke, es ist ein bisschen Fluch und Segen. Es sind einige hergekommen, die haben halt die Häuser gekauft und auch mal restauriert. Das ist ja auch eine dankenswerte Sache. Aber das, was das Dorf noch immer zusammenhält, sind die ursprünglichen Bewohner hier und dann auch diese Interessengemeinschaft Risum. Ja, da gibt Ja, es ja, natürlich. das Und ist, das ihr kann. seid ja, ihr habt ja auch das große Glück in Risum, dass ihr noch eine richtige Ja, Dorfkneipe ja, habt. Das ist ja, wunderbar. Und genau. noch auch einen Bäcker. Ja. Und zumindest einen Bäckerladen. Ja. Und das ist das auch, was Risum vor allen Dingen auch Ja. die Interessengemeinschaft Ja. begleitet. Ich beobachte das natürlich auch beruflich, Ja. was sich in Risum tut. Und da bin ich manchmal auch ein bisschen neidisch. Ich wohne ja hier in Emmen-Wolthusen. Wir haben hier als Dorfgemeinschaft auch so ein kleines Landarbeiterhaus restauriert. Das war so mein drittes Baby. Und das hat auch sehr diese Dorfgemeinschaft gestärkt. Also hier ist wieder Dorfleben dadurch entstanden, dass man ein gemeinsames Projekt hatte. Und ich glaube, das kann man gut auch auf Risum projizieren, wobei das in Risum natürlich
eine viel, viel größere Nummer als bei uns hier im kleinen und beschaulichen Wolthusen ist. Aber so ja, vom Ansatz her gibt es da viele Parallelen. Ja, genau. Nicht? Es finden sich engagierte Leute zusammen. Einer hat eine Idee und dann braucht er ein paar Macher. Wenn die Idee gut ist, dann machen die mit. Wenn die Idee sehr gut ist, ist sie tragfähig für mehrere Jahre. Und hier ist es tatsächlich so, ich glaube, jeden Dienstag um 11 treffen sich die Männer der IG Risum. Das ist also, da darfst du als Frau auf keinen Fall irgendwie dazukommen. Ja? Ich verstehe die auch nicht, was die reden. Die verstehen auch nicht, was die Jüngeren reden. Und die Jüngeren verstehen auch nicht, was die Älteren reden. Das ist ein Trupp, wenn irgendwo was zu tun ist, weißt du, dann kommen die einfach wortlos und dann machen die das. Ja? Oder sie machen das weg. Ja? Das es findet immer in der Gemeinschaft statt, solche Projekte. Und naja, ob Wolthusen oder Risum, das ist beides schön. Du hast ja, eben tatsächlich was gesagt, dass du berufstätig bist auch. Nebenbei. Ja, du bist verbandelt eigentlich mit der Ostfriesen-Zeitung. Überall sieht man zurzeit auf großen Plakaten in Emden dein Konterfei. Was soll das denn? Ja, das ist Teil einer Marketingkampagne. Und es ist natürlich so, dass wenn man 40 Jahre in einer Stadt als Lokalreporter tätig ist und auch in eurer Gemeinde, in der Gemeinde Komplan, dann ist man natürlich bekannt wie ein bunter Hund, genau, oder man hat in seinem Beruf was falsch gemacht. Ja. Und dass dann unser Verlag das nutzt, um auch Gesicht zu zeigen, also Zeitung als Gesicht, finde ich gut. Meine Familie findet es nicht so gut, wenn die jetzt beim Einkaufen immer dem Ehemann oder dem Papa auf Plakatwänden begegnen, aber insgesamt, die Dinger hängen ja noch nicht lange, aber die Resonanz ist eigentlich ganz positiv und ich finde auch diese Kampagne unter dem Motto, wir sind Ostfriesern, sehr sympathisch eigentlich. Das ja, es ist ja fast schon so ein Trend, sage ich mal, zur Personifizierung. Die letzte Oberbürgermeisterkampagne sah eigentlich auch relativ ähnlich aus. Man nimmt die Gesichter der Zielgruppe, der Wähler, der Kunden, der Gäste, ja, und bringt sie zum Scheinen. Ich finde das eine ganz tolle Idee. Ich sage dir auch warum. Also in dieser Welt wird ja sehr viel beschallt. Ja? Man hat ja nun verschiedene Sender, öffentlich-rechtlich, privat und so weiter. Überall will jemand etwas sagen, aber man wird ja doch ganz wenig gehört. Ja, und wenn dann das letzte Jahr das gezeigt hat, mit eurer Kampagne auch, dass da der Gast, der Leser auch zu Wort kommt, das finde ich super. Finde ich ganz, ganz toll. Ja, in diesem Fall ist es ja der Redakteur, aber das ist schon der Ansatz, den wir haben, mehr in die Leserperspektive zu gehen. Genau. Also zu sagen, was interessiert unseren Leser wirklich und dass wir auch selber die Themen setzen und uns nicht allein von Termin zu Termin hetzen lassen, sondern auch gründlicher überlegen, so was ist relevant für unsere Leserschaft, wie können wir dieses Thema bearbeiten aus verschiedenen Perspektiven, immer aber die Perspektive des Lesers, also unseres Kunden, sowohl als Printausgabe, als Druckausgabe, als auch online, im Hinterkopf zu haben. Ja, also das heißt, also ich sage mal ein ganz klassisches Beispiel, Entschuldigung, wenn ich dir jetzt ins Wort falle, vor 40 Jahren, als ich das, bitte? Ich sage, das kann man gar nicht oft genug tun. Vor 40 Jahren, als ich als junger Volontär bei der Ostfriesen-Zeitung angefangen habe, da hat man dann zum Beispiel über den Haushalt der Stadt Emden geschrieben und hat im Jargon heißt das Romane darüber geschrieben, was denn die Fraktionsvorsitzenden zu diesem Haushalt sagen. Man hat eigentlich die Haushaltsreden 1:1 wiedergegeben als Chronist. Und wenn man das heute machen würde, würde man am nächsten Tag die Kündigung auf dem Tisch haben, weil heute interessiert die Leser so, wie wirkt sich dieser Haushalt der Stadt oder der Gemeinde direkt auf mein Portemonnaie aus, was muss ich mehr bezahlen, was muss ich weniger bezahlen, welche Leistungen gibt es in dieser Stadt nicht mehr. Also viel, viel konkreter und was die Herren und Damen Politiker bei allem Respekt ihnen gegenüber sagen, interessiert dann eher am Rande. Ja, das heißt also. Das ist zum Beispiel, wie man heute
Es gab mal ein Seminar, das war überschrieben, wie wird der kommunale Haushalt sexy? Und eigentlich ist das unser Job. Keine Chance. Den Haushalt sexy zu machen. Ja, okay. Das ist ein kleines Beispiel. Ja, aber das so, ist einer großen Aufgabe. Ja, okay, also das heißt, was du vorhin sagtest zu den Personen, ja. Ich merke das gerade, ich habe seit inzwischen 12 Jahren eine sehr erfolgreiche Serie, die heißt Müller kommt, in der Kommörn und in Hemmen ist das relativ bekannt. Da probiere ich Dinge aus. Übrigens habe ich auch in Vorbereitung unseres Gesprächs heute mal die Idee gehabt, vielleicht auch mal ein bisschen Klavierunterricht bei dir zu nehmen. Ja, bravo. Ich bin nämlich, das ja, da muss ich gestehen, völlig unmusikalisch. In dieser Serie probiere ich also halt Dinge aus, die mir eigentlich gar nicht liegen. Ja. Zum Beispiel handwerkliche Dinge. Ich habe ja. 2 Daumen und beide Daumen rechts oder links. Also meine Frau wird das bestätigen. Mir gelingt es nicht mal, einen Nagel in die Wand zu schlagen. Ja. Gut, dafür können das andere und ich kann vielleicht andere Dinge besser vielleicht. Ja. So, jetzt bin ich aber ins Labern gekommen. Ja, ich darf... Jetzt darf ich noch mal und kurz zurück, weil es ja auch sehr interessant ist, was du sagst. Also das eine, was ich jetzt gesehen habe, ist, es ist ein Wandel von einem, wir überlegen uns ja, nicht, wo ist die Presse hergekommen, wo geht sie hin? Es ist ein Wandel von einem reaktiven, da ist was los, da gehe ich hin, zu einem aktiven, heute nennt man das, glaube ich, Agenda-Setting. Das habe ich eben deinen Worten entnommen und ich habe deinen Worten entnommen, man wandelt von einem, ich sage mal, chronistischen Reporting zu einer Lesernähe, die sagt, was bedeutet denn das eigentlich jetzt für den Leser, was ich da tue, was ich da schreibe, dass das ein Trend ist. Ist das, ja, das meinte ich mit die Perspektive des Lesers. Genau. Einnehmen. Und ist das alles, was passiert? Obwohl dieser Wandel, die ganze Branche ist in einem Wahnsinnswandel im Moment. Ich glaube, auch diese Corona-Krise hat gezeigt, was Lokal- und Regionalzeitungen eigentlich können und wie wichtig sie auch sind, um in dieser Krise auch Informationen konkret vor Ort zu vermitteln. Mhm. Hinzu kommt ja der Wandel von Print zu Online. Dieser Transformationsprozess und in dem befinden sich ja im Moment alle Tageszeitungen, auch kleinere Verlage und kleinere Zeitungen. Das ist eine spannende, aber auch eine ganz schwierige Aufgabe. Gibt es Lösungen, würdest du sagen? Also gibt es Lösungsansätze oder sagt ihr, oh Gott, die Welt geht jetzt unter, wir gehen mal, Hauptsache wir werden rechtzeitig pensioniert, dann trifft es uns nicht so sehr. Oder dass du sagst, super, da sind jetzt die neuen Chancen, wie sieht denn die Zukunft aus? Ja, ich glaube, Lokaljournalismus hat in der Zukunft eine große Chance. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange es die gedruckte Tageszeitung und ob es die gedruckte Tageszeitung in Zukunft noch geben wird. Ich bin davon überzeugt, dass die gedruckte Tageszeitung kein Massenmedium mehr sein wird in absehbarer Zeit. Vielleicht ein Luxusgut, vielleicht gibt es eine Tageszeitung, die man sich nach eigenen Interessen zusammenstellen kann. Aber online wird natürlich die Informationswelt in Zukunft dominieren, eindeutig. Und da gibt es viele Lösungen. Ich glaube, der Königsweg ist da noch nicht gefunden worden. Jede Zeitung sucht gerade nach Wegen, nach den besten Wegen. Und ich glaube, das ist auch ein langwieriger Prozess und wir sind da, glaube ich, ganz am Anfang erst. Ja. Also als Branche ganz am Anfang. Als Branche. Auf jeden Fall wird die Welt wahrscheinlich vielfältiger und komplizierter, nicht? Früher gab es dann nur die eine Zeitung und jetzt gibt es halt so viele Möglichkeiten, sich zu informieren und man nimmt auch unterschiedliche Wege wahr. Also ich lese die Zeitung für Dinge, wo ich also mich mit Tiefgang mit befassen will. Das könnte ich gar nicht an so einem Handy oder an einem PC. Da in Ruhe dann etwas zu lesen, nicht? Oder Aktualität in der Welt sucht man vielleicht auf Twitter, ja, und Aktualität im Regionalen würde man vielleicht online bei euch suchen, weil wir wissen, der Heiko kennt die Welt, ja, der weiß, wo ist jetzt hier was los und wie ist das auch einzuordnen.
Ja? Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch ein entscheidender Punkt. Ja. Unsere Verlässlichkeit, unsere Seriosität und unsere Neutralität. Ja. Und ich glaube auch, dass es, diese Informationen gesichert sind. Und das ist ja auch unser Job, Nachrichten zu hinterfragen, ob sie dann auch wirklich wahr sind, ob sie wirklich, ob es sich wirklich so zugetragen hat oder ereignet hat. Und dann auch mit einer hundertprozentigen Objektivität, gibt es nicht, aber mit möglichst großer Objektivität auch wiederzugeben. Ja, und wobei das ist so ein Werte. Wobei man in jedem Fall objektiv sein muss, man kann auch vieles aus persönlicher Sicht betrachten, muss es dann aber auch eindeutig so kennzeichnen. Kommentar ist das klassische Beispiel oder in Reportagen, in Features äußert man natürlich auch Meinung. Ja, ja, das, wenn das geäußert wird, ist ja gut. Würdest du da innerhalb der Generation irgendwo einen Wandel sehen von einer, ich sag mal, von dem großen Wert der Neutralität oder eben nicht mal gekennzeichneten Meinung, aber der große Wert der Neutralität in der medialen Berichterstattung zu einer, wie soll ich sagen, Opportunität, die da heißt, wir machen jetzt möglichst viel Quote, ja, oder möglichst viel Auflage, indem wir Sachen versensationalisieren, wenn ich das aufpusten und aufblasen, wie das ja auch schon durchaus geschieht, natürlich bei euch nicht, das ist klar. Aber gibt es da irgendwie einen Trend? Den naja, hin und wieder machen wir das ja auch. Natürlich kostet guter Journalismus auch Geld. Und die Verlage müssen natürlich auch ihre Erlöse erwirtschaften. Und das ist online im Moment noch nicht ganz so einfach, weil diese Bezahlschranken, die natürlich vor eigenen Beiträgen gesetzt werden, nicht immer auch angenommen bzw. akzeptiert werden. Ja, ich denke, das ist auch ein technisches Thema. Also wenn man so weit ist, dass man weiß, ich brauche dann nur einmal klicken und dann ist es sowieso über PayPal bezahlt, dann ist es vielleicht leichter, nicht? Wenn ich jedes Mal an so eine Schranke komme, wo man sagt, so jetzt brauchst du also erstmal deine Schuhgröße, Geburtsort und so, ja. dann ist da die Bereitschaft vielleicht noch nicht. Also da, ich glaube, man hat da auch noch nicht man so muss natürlich auch, man muss natürlich auch damit überzeugen, dass das Journalismus, guter Journalismus halt auch Geld kostet. Also wir, die dahinter sind und unsere Online-Redakteure müssen ja auch bezahlt natürlich werden, ganz klar. Aber das ist ja eigentlich nichts Neues. Ne? Wir hatten ja immer schon, sage ich mal, eine FAZ und eine Süddeutsche, die davon lebten, dass man dafür bezahlt. Und dann gab es andere Blätter, die eben nie was kosteten, wo dann halt die ganzen Anzeigen so drin waren. Nicht? Also es gab ja eigentlich immer beides. Entweder bezahle ich die Redaktion oder ich bezahle die Werbung. Nicht? Also im Prinzip ja. Ja. Ich will dir mal ein Geheimnis verraten, Heiko. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, genau. Das leitet ein wenig über zum anderen Thema, was ich mit dir gern besprechen würde. Ich würde so gerne, dass du uns die Geheimnisse der guten Presseerklärung mal nennst. Mit folgendem Hintergrund. Unsere Gäste kommen immer wieder und immer noch, und ich glaube, das bleibt auch so, zum allergrößten Teil zu uns, weil in den Zeitungen darüber berichtet wird. Ja, also wenn ein Konzert bekannt gemacht wird in der Zeitung mit Text, dann ist das schon mal was wert. Wenn dann noch ein Foto dabei ist, eine schöne Pianistin, ja, das ist ja klar, dann ist das der größte Erfolg. Und das ist im Moment noch durch nichts anderes wettzumachen. Da kannst du online 27 Putzelbäume schlagen. Ja, es kommt ja natürlich auch immer auf die Zielgruppe an. Also ich glaube nicht, dass du die ganz junge Generation über die gedruckte Tageszeitung noch erreichen wirst. Ja, ich glaube, die Welt wird bunt. Ich könnte dir jetzt was erzählen, wer unsere Interviews anguckt auf YouTube. Da würdest du staunen, wer alles also im Internet sitzt und bei YouTube diese Filme guckt. Nicht? Also es gibt, die Welt ist wirklich bunt. Meine Frage war an dich eigentlich, wie machen wir es denn richtig? Was ist denn jetzt so eine Presseerklärung, wo du sagst, ja, das ist gut, das greift bei uns, das fängt bei uns, oder wo du sagst, oh nee, die machen immer wieder das und das und das ist ganz blöd. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen beibringen? Also ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Du hast es ja eigentlich schon richtig beschrieben. Also für Aufmerksamkeit sorgt immer, wenn ein Foto dabei ist. Das ist, wenn ein Beitrag illustriert ist, hat er natürlich mehr Aufmerksamkeit als bloßer reiner Text.
Und der Text sollte also nun nicht zu lang sein und auch nicht zu sehr ins Detail gehen, um bei eurem Beispiel zu bleiben. Also es sollte jetzt keine Vorabrezension über die Musik eines geschätzten Pianisten und eine reine Aufzählung seiner ganzen Aufzeichnungen sein, sondern sollte eigentlich in Kürze beschreiben, was erwartet. Mhm. Was erwartet den Konzertbesucher? Ja, ich glaube, das ist vom Genre zu Genre unterschiedlich, aber ja, ich glaube, ich bin trotzdem noch mal hartnäckig. Also ich denke, die Basics, das ist schon klar, nicht? Wer spielt was, wann, wo, das muss da schon irgendwie drin sein. Und dass es sich um Beethoven handelt, vielleicht ist auch wichtig, und diesmal heute nicht um Mozart. Das meine ich auch, aber wenn ich jetzt so ein bisschen weitergehe, wo ich so mir überlege, ihr kriegt da irgendwie was auf den Tisch, ja? Und da steht jetzt beispielsweise, der Pianist hat 100 Wettbewerbe gewonnen. Oder da steht drin, wenn der Pianist mit der rechten Hand übt, dann streichelt er mit links immer seine schwarze Katze. Ja? Mhm. So, das wollte ich eigentlich so ein bisschen wissen, ob du sagst, Mensch, wenn da so ein Twist drin ist, wenn da mal was drin ist, was vielleicht so neu ist oder ungelesen. Absolut, also absolut. Das Beispiel mit der Katze, also soll ich schicken? Da würden wir schon drauf springen, weil es einfach kurios und ungewöhnlich ist und das interessiert uns natürlich immer, sowas. Okay. Ne? Also was oder Menschliches. Ja. Also jetzt nicht, was jetzt die reine Musik betrifft, sondern vielleicht den Menschen mehr beschreiben oder so, der was vielleicht neugierig macht, diesen Menschen auch kennenzulernen oder ein Konzert zu hören. Ja. Also mit der Katze, die gestreichelt wird, das ist schon ein schönes Beispiel, da könnte man eine wunderbare Geschichte auch draus drehen, ne? Wenn es dann vielleicht auch mal ein lokaler Pianist oder so. Oder die Pianistin, die beispielsweise, ich habe sie jetzt neulich interviewt, die Ekaterina Litwinzewa, die ist aufgewachsen an dieser Grenze zwischen den Kontinenten bei minus 50 Grad da oben im Norden. Ja, da, wo wir noch nie waren, Heiko, du nicht, ich auch nicht. Richtig am Ende der Welt, ich dachte mal, es wäre Risum. Und die sagte, bei minus 50 Grad werden die Leute netter. Die Menschen, die Mitmenschen sind bei minus 50 Grad, werden die Mitmenschen netter. Das mag sein. Ja, und solche Geschichten hätten wir ja zu bieten. Und ich glaube, ich wollte jetzt eine Bestätigung von dir haben, dass das eigentlich interessanter ist, als wenn man immer sagt, ja, das waren die Lehrer, ja, und das waren die Konzertländer. Das kann ich so bestätigen. Ne? So, ja. Noch schöner ist es für uns ja auch immer als Lokalreporter, wenn es irgendwie einen lokalen oder regionalen Bezug gibt. Ja. Das macht es für uns natürlich dann noch spannender. Ne? Ich verstehe. Weil wir haben ja auch immer unsere Region im Blick. Ja. So, und wenn es dann irgendwie einen Bezug gibt zu dieser Region, dann wird es auch für die Leser spannender. Ja, das ist natürlich wirklich. Lässt sich nicht immer finden, aber wenn er sich dann finden lässt, dann. Ja, wenn es sich finden ließe, genau. Gehört er unbedingt rein in so eine Pressemitteilung. Kommen wir noch zum letzten Thema, gerade wo du sagst Region, also bei mir heißt es dann ja immer, oh Gott, ja, und dann gibt es ja dies und das und jenes, also ich will es mal gerade aufzählen, es gibt einen Orgelsommer, der in Risum auch wegen der Risumer Orgel natürlich riesige Verbreitung hat, dann gibt es die Gezeitenkonzerte, dann gibt es den ostfriesischen Sommer und dann gibt es die Weltklassik am Klavier. Und das wird dann gesagt, ja, und das ist doch alles so klein hier und hat das denn alles Platz nebeneinander? Und ich habe da natürlich eine Meinung dazu. Was ist denn deine Meinung dazu? Ist das schön, dass es das alles gibt in der Vielfalt oder tut sich das gegenseitig weh? Was ist deine Meinung? Nein, ich glaube, das tut sich nicht gegenseitig weh, sondern es ist wunderbar, dass wir in dieser Region diese Vielfalt an kulturellen Angeboten. Du bist da ja eine Vorreiterin eigentlich. Vor 20 Jahren war es ja nicht unbedingt gewöhnlich, dass man ein klassisches Klavierkonzert in einer alten Golfscheune gibt. Und ich glaube, das ist auch der Reiz zum Beispiel an den gezeigten Konzerten, die Orte. Ich sage mal, mein Lieblingsfreibad, das Fernamerdenbad in Emmen, ist inzwischen auch so ein Ort für die gezeigten Konzerte. Wunderbare Kulisse, wunderbare Atmosphäre. Mhm.
Und das gilt für viele, viele andere Orte. Und ob es nun der Orgelsommer hat seine eigene, der Orgelfrühling, Entschuldigung, ich war zwar im musikalischen Sommer, aber der Orgel, der Kommörner Orgelfrühling hat seinen eigenen Schwerpunkt, das sich auch auf die Kommörn konzentriert. Und ich glaube, das kann alles gut nebeneinander funktionieren. Ja. Hinzu kommen ja dann auch noch die wenn wir jetzt mal weg von der klassischen Musik zu Pop und Rock gehen, die kleinen, aber charmanten Festivals wie in der Kommörn in Mansdach, Let's a Bad Time Roll, heißt es, glaube ich. Und Frebsum. Und Pixen und Kulturscheune in Frebsum, ja. ein wunderbares Kleinod. Und der Fuhrmannshof in Riesum, der ist ja eigentlich so ein bisschen, will dir jetzt nicht schmeicheln, aber du hast es ja eigentlich vorgemacht mit ganz, ganz großem Engagement. Und mach nur weiter so, Reiko. Nein, ich höre jetzt mal auf und stopp jetzt. Aber ich glaube, doch, das ist... du siehst auch, du merkst vielleicht auch, wie sehr ich in dieser Region eigentlich verankert und verwurzelt bin. Das. Und wie sehr ich diese Region auch mag. Ja. Ich wollte gerade sagen, eigentlich liebe ich die Region. Ich bin auch überzeugter Ostfriese, bin ja auch gebürtiger Ostfriese, also gebürtiger Emder, sehe mich aber auch nicht nur als Ostfriese, sondern auch als Europäer. Das ist doch mal ein Wort, oder? Also ich sehe mich nicht nur als Ostfriese, sondern auch als Europäer. Das finde ich klasse. Da steht auch nicht irgendwie sowas wie Niedersachsen, Deutschland, irgendwie das. Das T-Shirt, das Größte, was man werden kann auf Erden, ist Ostfriese zu sein. Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Man muss auch immer das große Ganze sehen. Und als Emder bin ich in einer Hafenstadt groß geworden, in einer Seehafenstadt groß geworden. Und ich glaube, in Emmen spürt man auch diese Weltoffenheit, die durch den Hafen natürlich geprägt worden ist, an jeder Ecke. Und das hat sich auch in der Flüchtlingsgeschichte wieder gewirkt. Dass seit den niederländischen Glaubensflüchtlingen war Emmen auch immer offen und gilt übrigens auch so ein bisschen für die Kommhörn, weil viele sagen ja, die Kommhörn ist so ein Volk für sich, die Krummhörner, aber ich habe sie als sehr, sehr offen kennengelernt. Und wenn man sich bemüht, hin und wieder auch mal platt zu sprechen, ich weiß gar nicht, sprichst du eigentlich platt? Ich kann das hören, ja. Aber ich wollte gerade sagen, also für die Offenheit der Krummhörner spricht natürlich auch, dass die haben mich auch aufgenommen als Flüchtling. Das ist auch sehr schön. Heiko, wenn du einen Wunsch frei hättest, du stellst dir vor, du bist in einem Märchen und du hast jetzt hier einen Wunschring. Und ich begegne einer Fee. Ja, du würdest einmal drehen und dürftest also einen Wunsch äußern. Es wird mich jetzt noch hören zum Abschluss. Was ist, also abgesehen natürlich vom Klavierunterricht hier, ist das jetzt abgemacht? Das ist abgemacht, na klar. Also ich mache eine Probestunde, auch eine Probe halbe Stunde und dann entscheiden wir uns beide, ob du das fortsetzen willst und bei mir. Ja, ich glaube, die Entscheidung ist schon gefallen. Das ist also, mein Bruder ist sehr musikalisch. Du hast einen Flügel zu Hause oder ein Klavier? Ich habe gar nicht zu Hause. Ja, den musst du haben. Meine Tochter hat mal Querflöte gespielt. Ja, also wenn du wirklich Klavierunterricht haben willst, dann brauchst du irgendwas, was du zu Hause irgendwie, man kann auch mit so einem Keyboard, die sind heute ganz prima zum Einstieg, mit so einem Keyboard irgendwie was haben, aber man muss üben, sonst hat das keinen Sinn. Da musst du dich vorher entscheiden. Ich dachte eher so an so einen Crashkurs für meine Serie Müller kommt. So einmal Unterricht und dann kannst du was fürs Leben. Ja, genau. Okay, also mit Händchen klein würde ich sagen, das verspreche ich dir, das kannst du dann. Und wenn ich dann zum Konzert einlade bei dir im Fuhrmannshof, garantiere ich dir ein volles Haus. Ja, super. Bloß, in diesen Zeiten ist das ja nicht so schwer, das Haus. Wie sieht es denn eigentlich aus bei euch mit Konzerten? Ist da in naher Zukunft was denkbar? Jetzt frage ich mal als Journalist. Ich wollte gerade fragen, wir drehen das Interview um. In aller Kürze, wir haben seit 4 Monaten alle 40 Standorte von Weltklassik, alle 400 Konzerte, die pro Jahr laufen, sind alle aus. Ja. Ja, so. Das heißt also, keiner verdient irgendwie eine müde Mark. Für die Pianisten, die teilweise zwischen 20, 25 Jahren alt sind, und wenn die nicht noch einen Vertrag haben an der Hochschule oder Stunden geben Schülern und so, sieht es furchtbar aus. Also es ist wirklich grauenvoll.
So, und was uns zurzeit ein bisschen über Wasser hält, ist jetzt unser Kontakt hier über die Interviews. Wir arbeiten an solchen Fragen, wie macht man CDs, wie macht man Streaming. Das müssen wir natürlich, das sind ja vollkommen neue Geschäftsbereiche. Ja, da muss man erstmal sich ein bisschen schlau machen, wie geht das eigentlich und kann man das also alles machen. Und wir hoffen, dass irgendeiner in, weiß ich nicht, 2 oder 4 Wochen verkündet, dass diese Abstandsregel aus einem guten Grund fällt. Nämlich, ja, dass sie nicht mehr nötig ist. Ja. Ja, mit dieser Abstandsregel, ich gebe dir nur ein Beispiel, hier in Fuhrmannshof gehen 100 Leute rein, mit der Abstandsregel wären es noch 30. Ja, und wenn du das auf alle Konzerte, die wir in Deutschland machen, hochrechnest, dann kannst du sagen, also man hat noch zwischen 20% und 30% des Umsatzpotenzials. Potenzial. Das heißt ja noch nicht, dass einer kommt. Wer Angst hat, kommt dann auch nicht. Ja, also, das ist schon eine schwierige Situation. Wir sind, sage ich mal, die Letzten in der Reihe. Ne? Als erstes geht man in den Lebensmittelladen und kauft sich was zu essen und man geht vielleicht auch was essen inzwischen. Aber bis man wirklich ins Konzert geht, ja, da muss schon wieder die Welt in Ordnung sein. Und das wäre mein Wunschring, ja, jetzt an dieser Stelle, das ist ja klar. Aber jetzt hat man ja nach deinem gefragt. Ich ganz ehrlich, so spontan, ich wünsche mir vieles, aber das sind eigentlich ganz intime Wünsche, die ich eigentlich jetzt nicht so und ganz persönliche oder intime, ganz persönliche Wünsche, die ich jetzt nicht unbedingt in die Welt hinaus posaunen möchte. Okay, dann äußere bitte ich da, jetzt einen Wunsch für dich. Sozusagen, damit das jetzt hier nicht wunschlos ausgeht, äußere ich jetzt einen Wunsch für dich, nämlich, dass du also fit und gesund bleibst und dass wir uns bald wiedersehen, und zwar hier am Klavier. Vielen Dank. Ich danke dir, Heiko. Hat Spaß gemacht, mit dir ein bisschen zu plaudern. Wir machen das wieder. Bis bald dahin. Mal, ja. Dankeschön, danke. Heiko. Ja, tschüss. Dies ist Heiko Müller von der Ostfriesen-Zeitung und Sie sehen ihn auf allen Plakaten in ganz Emden. Und mein Name ist Katrin Hastig von Weltklassik am Klavier. Im Nachspann sehen Sie noch eine kleine Tafel, da steht drauf, wie Sie Produzent dieser Interviewreihe werden können und damit die Pianisten in diesen schweren Zeiten unterstützen können. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch alles Gute, schönen Tag, bleiben Sie gesund. Tschüss!